Guten Morgen zusammen, ich grüße euch. Heute eine kleine Tour an den Externsteinen, eines der größten Sehenswürdigkeiten, einer der größten Natur- und Kulturdenkmäler, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Und ich starte hier am Parkplatz, kostet 4 Euro. Ich werde aber jetzt erstmal eine kleine Runde drehen, also werde den Externsteinen mich gleich erst nähern. Ja, schauen wir mal, wie es hier so ist. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Freue ich mich und los geht's. Ja, ein kurzes Stück vom Parkplatz ist Urwald, schmaler Pfad, aber dann erreicht man diesen breiten Weg, der am Fuße des Knickenhagen entlang geht. Knickenhagen, der Berg hier hinter mir. Da laufen wir jetzt ein Stück dran entlang, Richtung da, welcher das auch immer ist. Ja, wir sind hier übrigens auf den Hermannsweg oder den Hermannshöhenweg. Ist auch noch ein Fernwanderweg, den ich gerne laufen möchte. Ich hoffe, den werden wir nächstes Jahr in Angriff nehmen. Dann aber auch wieder über mehrere Jahre und etappenweise. Ja, und damit sind wir auch an den Externsteinen, beziehungsweise an einem der Externsteine. Und die Externsteine sind nämlich nicht nur die ganz bekannte Formation, die man immer abgebildet sieht, sondern die Externsteine ziehen sich über mehrere hundert Meter hier durch den Teutoburger Wald, das Eggegebirge. Und das hier ist jetzt die erste Formation, die ich quasi sehe, beziehungsweise der Hermann-Löhnstein gehört im Grunde genommen auch schon dazu. Die Felsgruppe der Externsteine ragt in der sonst weitgehend steinfreien Umgebung bis zu 50 Meter fast hoch über die Oberfläche. Die erstreckt sich halt linienförmig über mehrere hundert Meter Länge und beginnt etwas versteckt hier im Wald. Da sind vereinzelte kleine Felsen, wobei so klein ist er hier gar nicht, und zieht sich bis zu den gut sichtbaren 13 relativ freistehenden Einzelfelsen, die wir gleich noch sehen werden. Der Name Externsteine kommt übrigens wahrscheinlich von dem Begriff Egge. Das ist ja auch hier das Eggegebirge. Und Egge ist eine hervorspringende Stelle oder ein schmaler Bergrücken. Eine spitz zulaufende, hochaufragende Gestalt. Ja, jetzt sind wir quasi da. Zumindest da, wo die meisten Leute sind. Kommen alle von da unten vom Besucherparkplatz. Und das da vorne sind die markantesten und bekanntesten Felsen. Insgesamt 13 Stück, die hier unten im Wiembachtal stehen.
Wienbach, Wienbecke? Ich glaube Wienbecke. Gucken wir uns jetzt auch an. Ja, bislang war ja nichts los auf dem Weg. Unten am den Externstein ist immer was los. Insofern, wer ein bisschen Ruhe will, der läuft ein paar Meter. Steil hier. Da oben ist die Brücke. Von einem Felsen zum anderen. Kostet übrigens 4 Euro Eintritt hier. Oder 4,50 Euro? Ich weiß es schon nicht mehr. Toller Platz hier oben. Gefällt mir. Die Externsteine sind ein Natur- und ein Kulturdenkmal. Seit wann die wirklich genutzt wurden, diese Steine, weiß man nicht. Aber man hat hier schon Spuren gefunden von vor 12.000 Jahren. In den Felsen eine Reihe von Grotten, die von Menschenhand gemacht wurden, und auch Reliefs. Wann die genau entstanden sind, weiß man nicht, aber man kann nachweisen, dass die Grotten bereits im frühen Mittelalter genutzt wurden, also vor über 1000 Jahren. Eine frühere Nutzung ist allerdings nicht ausgeschlossen. Die Reliefs haben wahrscheinlich Mönche aus den umliegenden Klöstern gemacht. Das bekannteste Relief ist die Kreuzabnahme. Das wird auf etwa 900 Jahre datiert. Ja, das waren sie, die Externsteine. Wirklich grandios. Und jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter zu dem Bärenstein, damit ich auch die gesamte Kette der Externsteine so einmal gesehen habe. Oder eine relativ große Strecke. Schauen wir mal. Ja, das sind sie, die Bärensteine. Zieht sich hier noch 200, 300 Meter weiter. Hier ist eigentlich ein Weg bei mir eingezeichnet auf der Karte, aber ich sehe hier nichts mehr. Hier ist nur noch Untergrund. Nee, hier ist nur noch Urwald. Ja, von unten die Bärensteine, da gab es nichts mehr zu sehen. Also oberen Weg nehmen, wenn ihr hier auch mal seid, nicht den unteren. Ich gehe jetzt aber zurück, denn ich habe noch ein bisschen was anderes vor heute. War auf jeden Fall eine tolle Tour. Sind nur so 6 Kilometer, 200 Höhenmeter vielleicht gewesen. Aber ich bin 3 Stunden hier gewesen, weil es doch viel zu entdecken gibt und es viel Spaß macht. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar, das wisst ihr. Und ansonsten schönes Leben. Alles Gute. Tschüss.